Fortbildung Online bietet Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit an, Fortbildungsveranstaltungen bequem von zu Hause aus in Bild und Ton zu erleben. Sie sparen dabei nicht nur Geld und Zeit. Sie kommen auch in den Genuss, mit live zugeschalteten Experten in Kontakt zu treten. Bei der Teilnahme an Online-Fortbildungen erhalten Sie wie bei Fortbildungsveranstaltungen, in denen Sie persönlich anwesend sind, eine Teilnahmebescheinigung für Ihr Portfolio. Zur Teilnahme benötigen Sie entweder ein Notebook, einen PC oder ein Tablet bzw. Smartphone auf Android-Basis oder ein iPad, iPhone sowie einen Internetzugang. Für Tablets, Smartphones, iPad und iPhone gibt es kostenlose Apps in den entsprechenden Shops. Die App trägt den Namen Adobe Connect. Wir empfehlen außerdem ein Headset mit Mikrofon. Das Headset wird mit Ihrem Gerät verbunden und ermöglicht Ihnen dadurch einen optimalen Sprachempfang sowie die Möglichkeit, eigene Beiträge zu sprechen. Das Veranstaltungsangebot von Fortbildung Online finden Sie auf der Startseite des IQSH. Klicken Sie auf den Menüpunkt Fort- und Weiterbildung und dann auf den Button Fortbildung Online. Sie gelangen dann auf die Infoseite von Fortbildung Online. Hier erhalten Sie Informationen und eine Übersicht über die kommenden Online-Veranstaltungen. Schauen wir uns das Angebot Hörspielwerkstatt Online genauer an. Es umfasst 5 Termine, die jeweils von 19 bis 20:30 Uhr stattfinden. Hierzu möchte sich Frau Ragnar P. anmelden. Die Anmeldungen werden über das Fortbildungsbuchungssystem Formix verarbeitet. Alternativ können Sie Online-Veranstaltungen auch direkt in Formix suchen. Wählen Sie hierzu in Formix den Veranstaltungstyp Online aus. Buchen Sie in gewohnter Weise die gewünschte Veranstaltung oder eine Veranstaltungsreihe. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail vom Formix-System. Einen Tag vor der Online-Fortbildung erhalten Sie außerdem eine Erinnerungs-Mail, die den genauen Veranstaltungslink enthält. Der Tag der Online-Fortbildung ist gekommen. Es ist kurz vor 19 Uhr. Zu Hause sitzen Birgit K., Timo O., Ragnar P., Robert D., Lukas B., Lisa B. und Alexander B. Sie alle klicken den Link aus der Erinnerungsmail an, welcher Sie auf die Startseite des virtuellen Veranstaltungsraums führt. Dort melden Sie sich als Gast an. Für die Teilnahmebescheinigung ist es wichtig, dass Sie sich hier mit Ihrem Vor- und Nachnamen anmelden. An dem grünen Ladebalken erkennen Sie, dass der virtuelle Veranstaltungsraum geladen wird. Die größte Fläche nimmt die Präsentation der Veranstalterin Daniela K. ein. Die Teilnehmer finden sich im linken Bereich wieder. Im Augenblick meldet sich gerade Ragnar zu Wort und hat von Daniela K. das Rederecht erhalten. Das Mikrofonsymbol verdeutlicht dieses. Die grünen Häkchen stammen von einer vorangegangenen Abstimmung und signalisieren Zustimmung bzw. das weiße Kreuz im roten Kreis Ablehnung. Das wichtigste Element einer Online-Fortbildung ist immer das gesprochene Wort. Manchmal zeigen sich die Veranstalter auch mit einer Webcam. In vielen Situationen läuft parallel auch ein gemeinsamer Chat. Im Laufe des nächsten Tages können sich die Teilnehmer unter Formix eine Teilnahmebestätigung als PDF herunterladen und ausdrucken.